Back in the Space. Ja, wir sind wieder da und ich mache jetzt weiter und ich habe mir mal die letzten Aufnahmen von mir angeguckt und ich habe rausgefunden, ich habe ja, Moment, hier diese Schriftrolle. Und auf dem Dixie-Klo gibt es doch einen, der dringend Papier braucht. Wird das unser Mann sein? Das und vieles mehr sehen Sie im nächsten Part von. Das war jetzt wieder nur ein schlechter Witz von mir für euch. Oh, das war noch ein schlechter Witz. So und hopp und hier. Hier ist dieser komische Raumzeitriss, Raumzeitgefügenriss. Also das war ein Sprung ins Leere vom Feinsten. Ja. Aber was gibt's von mir Neues zu berichten? Ganz einfach, heute habe ich endlich Zelda Skyward Sword. Ich versau mir selber oft den Satz, aber das liegt wahrscheinlich eher daran, dass ich schneller denke, als ich rede. Schneller rede, als ich denke, so. Da seht ihr das Problem. Und zwar habe ich heute Zelda Skyward Sword vorbestellt für sage und schreibe 60 Euro mit Fernbedienung. Ich bin erstaunt. So, mal sehen. Hatte wer Papiere, Amore? Nur eine Blatt, Amore. Ich fleh dich an, Amore. Papiere, Papiere, Amore. Papiere für mich, Amore. Papiere für mich, Amore. Nee, haben wir nicht. Flippo hat auf dich gewartet. Endlich Papiere. Ich will mal nicht sagen, wie sich das gerade angehört. So sag ich Tschüss, Amore. Weg mit dir, Amore. Vorbei, vorbei, Amore. Klöps hält sie nicht mehr aus. Klöps platzt alle Bananen von Mord. Ah. Eine Wunder ist geschehen. Flippo fühle sich gut. Diese Papiere von dir? Flippo hatte so lange für dich gewartet. Sie für diese Momento. Pixel sind nützlich, sie, aber ich sehe es egal, ob Meister gut oder böse. Doch Flippo wollte sei gut, drum warte hier, Amore. Und hasse gefunden, Amore, danke schon, Amore. Von diesem Moment, du an, Flippo sind die Freunde, für immer. Flippo dir folge, Amore, wahre Freund, Amore. Okay, hat er sich danach wenigstens die Hände gewaschen? Oder Flügel, keine Ahnung. Das wendbare Pixel Flippo ist jetzt dein Freund. Mit Flippo kannst du Teile des Bildschirms umdrehen. Wer weiß, was du auf diese Weise findest. Auf der Rückseite von der Unglück ist Glück versteckt. Und du und Flippo, Amore. Das hört sich alles so eklig an. Puh, jetzt geht's Clubs besser. Okay, suchen wir weiter nach dem Raumumgehungsdings. Ey, cool. Wir sind vier Leute. Das drehe ich. Okay, scheint nicht zu funktionieren. Was werden wir machen müssen? Ich habe so ein dumpfes Gefühl, dass es mit diesem komischen Raumzeitgefügenriss zu tun hat. Der hier... Moment. Yeah, Space. Das ist schon irgendwie komisch mit dem Springen. Der hier zu tun hat. Und zwar da. Es war sowas von klar. Der Schlüssel. Es war wirklich sowas von klar. Und jetzt muss ich erstmal diese Scheißtür wiederfinden. Das ist auch klar, schätze ich mal. Nö, hier ist nichts. Hier ist nichts, Amore. Toll, jetzt kriege ich auch noch das komische Rum-Amore-Dings da. So, hier war es doch. Bin ich da oben gerade hängen geblieben? Okay. Das wäre jetzt ziemlicher Blödsinn, wenn dahinter jetzt direkt das Ende des Kapitels wäre. Was ich mir aber gut vorstellen kann, weil... Weil Toastbrot. So. Ich mag Toast. Und Ende! Verdammt, verfehlt. Und Ende des Kapitels. Okay. Vielleicht war es ein bisschen laut für euch. Ich weiß es nicht. Und
Mir ist auch aufgefallen, bei meinen Videos habe ich immer eine recht tiefe und gelangweilte Stimme. Das habe ich ja schon mal bei irgendeiner Aufnahme gesagt. Ich weiß aber nicht welche. Ich glaube irgendwie von Zelda, von Sword Adventures, Mario und Co. Namen auf ihrer Suche nach dem Reinherz die Raumumgehung. Warum wüsste Klirps von diesem Weg? Unsere Helden sahen ihn misstrauisch an. Was guckt ihr so? Fragte Klirps. Habt ihr euch in mich verliebt, Klirp? Klirps Augen funkelten unheilverkündend in der Dunkelheit des Alls. Oh nein, bitte nicht. Bitte nicht. Die Tore des Alls. Space. Die Raumumgehung. Von hier aus kommen wir jetzt irgendwie in die Boa-Zone. Los, Kadett. Such den Eingang, Klirp. Die Boa-Zone ist nicht dein Ernst. Ich will antworten. Sie ist verbotenes Gebiet. Manche nennen sie auch den Raumfriedhof. Sie ist ein einziges Labyrinth. Angeblich findet man nie wieder heraus. Und das reine Herz soll ganz tief in der Boa-Zone versteckt sein. Klirps, blablabla. Woher weißt du das? Wer bist du wirklich, du Knirps? Klirp, klapp. Nach der Toilettenpause habe ich wieder Platz, Hunger. Achso, ich dachte schon, er hätte einen ziehen lassen. Aber keine Sorge, Kadett. Such besser den Eingang zur Boa-Zone, Klirp. Bam, 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 bam. Ja, alles zerstören. Oh, das ist Sternwind. Alles kaputt machen, was ist das? Au, ein Hedron, ein merkwürdiges Objekt, angeblich unzerstörbar. Erinnern mich irgendwie diese. Ich weiß nicht, was. Das ist ja voll der. Zungenbrecher. Kurin, was weiß ich. Wie das heißt. Das sind doch auch irgendwie so Helikopter. Ich weiß aber nicht, ob das Spiel ist. So, einfach ausgewichen. Bam, 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 bam. Nee, zu blöd da durchzufliegen. Ah! Was war das denn? Das Kreuz markiert die Stelle. Vielleicht? Jo. Klirp, ala, Klirp. Welche hübsche Form dieses Loch hat, Klirp. Ich weiß nicht warum, aber ich will, dass mich jemand da reinquetscht. Ja, bitte rein mit ihm. Brauchen wir nicht, den Typen. Klirpquetsch. Was ist das? Ein Raumtor. Raumtüre führen von der Umgehung zur Boa-Zone. Wir müssen durch dieses Tor, Kadetten. Okay. Bäh. Und weg. Das sind aber auch Riesendinger. Aber was ist denn bitte schon die Boa-Zone? So. Das nächste Tor. Was zur Hölle? Klipp, oh, Klipp, noch eine schöne Form. Oh, ich spüre, ich will da reingefriemelt werden. Ja. Nichts passiert. Irgendwas fehlt, Klipp, ganz sicher. Ich komme nicht drauf. Oh, jetzt weiß ich es. Genau, Klipps braucht etwas Leckeres zum Essen. Klipps wird sich nicht rühren, bis Klipps was zu essen bekommen hat. Hunger, Klirps kann sich nicht bewegen. Na gut, ein bisschen kann sich Klirps bewegen. Klirps braucht was Leckeres. Mhm. Trockenpilz, ist immer lecker. Will das nicht. Hey! Boah. Pfirsich schmeckt immer gut. So ein Arsch. Schmeißt er einfach unsere Items raus. Oh, ein Schild. Oh, sehr wilder. Willst du den Wunsch dieses seltsamen Außerirdischen erfüllen? Ein kakaohaltiges Lebens- und Genussmittel könnte dir hier weiterhelfen. Ja, kapiere ich doch. Sekunde mal, Kakao. Nö. Hatte ich nicht mal irgendwas?
Tintensoße. Hey, Save Point. Saven. Ja, bitte. Und weiter geht's. Hui. Okay. Whoa. Kann ich damit auch Blöcke? Nö. Ein kakaohaltiges Getränk. Wieso ist hier noch ein Speicherpunkt? Hey, ich will speichern. Oh, schön. So. Okay. Wäh. Fühlt man sich ja... Hä? Ach du Scheiße. Halt's Maul hier. Oh, Gegnern bringt das nichts außer Verwirrung. Das tut... Oh, das ist ein schöner Parcours. Ach du Scheiße. Ja, ja. Ja! Ich weiß nicht, ob das für mich was wäre, so im Weltall rumzuschweben. Und jetzt haben wir natürlich wieder den komischen Helm auf. Au! So ein Arsch. Bei dir bitte ist hier unten... Das nächste Raumzeitgefüge. Ich mag solche Rätsel nicht. Oh nö, ne? Och nö. Back to the entrance. Scheiße. Au. Genau, lass uns einfach mal nicht durch. Au. Aber vorhin habe ich was gesehen. Ich glaube, dass... Scheiße. Es gibt nicht mal Hinweise darauf, welcher der richtige Weg sein könnte. Und das ist... Blöd. Ich spiele bei Super Mario nach links. Ach du Heiland, das geht sogar. Ist hier nicht irgendwie irgendein Hinweis? Das sieht nach einem ziemlichen Hinweis aus. Also nicht dieser Zombie-Pilz, der sich da scheinbar versteckt hält. Hier also runter oder was? Hier. Ne, zu tief. Das ist doch mal nicht wirklich die Wahrheit, oder? Oh. Oh yeah. Hey, was ist das? Das sieht vielversprechend aus. Oh. Mann. Hab ich mich gerade erschrocken. Hier gibt's nur Münzen oder was? Gefällt mir nicht. Alles doof. Ich will nicht so rumrätseln, ich will weiterspielen und so anständig. Nicht im Space. Alright. Now let's try to search the exit. Dö, dö, dö. Au, Mann, wo kommst du denn her? Dreh dich! Dreh dich! Hui, das macht Spaß, ich weiß. Hey, cool, was ist denn das? Toll. Moment. Nee. Au. Ich hab keinen Plan, wo es hier weitergehen soll. Rätselei, Haha, festgeglitscht.
Vielleicht muss ich hier durch.